So, und damit willkommen zurück zum zweiten Teil von unserem Goldschakal-Beitrag, also meinem, aber unserem, weil ihr hört euch den ja an. Es ist wieder mehr oder weniger eine Diashow, wieder aus technischen Gründen, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, Gründe, die zur Ausbreitung des Goldschakals geführt haben könnten. Die Wissenschaft ist sich diesbezüglich noch nicht einig. Es gibt also nicht die Liste von möglichen Gründen, die definitiv ist, sondern es wird weiterhin diskutiert. Drei Punkte, die eigentlich fast immer genannt werden, möchte ich hier mal ein bisschen aufgreifen. Und der erste davon ist tatsächlich der Klimawandel. Ja, das ist ein durchaus häufig zu beobachtender und weltweit beobachtbarer Trend, den wir unter anderem auch bei Pflanzen bereits feststellen können, insbesondere die etwas ausbreitungsfreudigeren, dass diese langsam tendenziell von den etwas wärmeren Ecken zu den etwas kälteren Ecken ausweichen, um quasi durch eine Verschiebung des Areals, also des Gebiets, wo diese entsprechende Art vorkommt, nach Norden, die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur sozusagen ein bisschen auszugleichen. Das kann dann ein Problem sein, weil im Norden ist ja schon wer anders und der muss dann quasi denjenigen, die von Süden kommen, entweder muss er sie umbringen oder denen dann auch wiederum ausweichen, noch weiter nach Norden. Das Dumme ist nur, dass im Norden irgendwann der Norden zu Ende ist, weil wir leben ja bekanntlich auf einer Kugel, auf wenn es Idioten gibt, die selbst das nicht für bare Münze nehmen wollen. Aber nichtsdestotrotz kann das irgendwann mal noch zu einem Problemchen führen. Ob das bereits beim Goldschakal ein Problem sein kann, dass der jetzt quasi ein Klimaflüchtling, ein tierischer Art ist, ob noch Klimaflüchtlinge menschlicher Art irgendwann dazukommen, das darf sich jeder seine persönliche Meinung zu bilden. Das könnte aber zumindest nicht ganz auszuschließen sein. Und ja, vielleicht einer der, nicht der ersten, aber einer der zahlreichen Vorläufer eben dieser Entwicklung, dass sich die Klimazonen verlagern und damit logischerweise auch die Bewohner der Klimazonen woanders hin verlagern. Allerdings ist es natürlich bei einem Goldschakal erheblich spektakulärer als mittelgroßes Säugetier und deutlich sichtbarer, dass dieser größere Wanderungen zurücklegt als zum Beispiel irgendwelche Insekten, wie beispielsweise dem Japankäfer, die große Migrationsbewegungen durchmachen und sich in der Welt viel ausbreiten, oder irgendwelche Pflanzen wie der japanische Staudenknöterich oder wirklich ausdrücklich dem Klima hinterher wandernde Arten, wie zum Beispiel der Gletscherhahnenfuß. Das ist eine ausgesprochene Art der alpinen Hochlage und der muss immer weiter hochsteigen in die Gebirge und kommt inzwischen an Orten vor, wo er noch nie gewesen ist, einfach weil es tendenziell immer wärmer gewesen ist. Das Dumme ist nur, dass der Berg irgendwann zu Ende ist. Ja, und deswegen ist es immer so ein bisschen. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, da ist der Klimawandel ja mal zu was gut, wir bekommen einen Goldschakal, der erweitert unser Ökosystem. Das tut er auch irgendwo. Und ja, vielleicht ist das gut, aber vielleicht eben auch nicht. Und das ist immer ganz schwer abzusehen, was das letztendlich für Folgen zentraler Art haben wird. Aber ja, die Tatsache, dass immer weniger kalte Winter stattfinden, das ist der limitierende Faktor für Großwanderungsereignisse von größeren Säugetieren, weil sie diese kalten Winter, die wir in mindestens Osteuropa immer noch halbwegs regelmäßig haben, kaum überleben, beziehungsweise von diesen kalten Wintern so weit abgeschreckt werden, dass sie ihre Wanderung nach tendenziell Nord auch schon wieder einstellen und dann irgendwo da bleiben, wo sie sind und die Winter, also das Haupthindernis letztendlich gewesen sind. Das heißt, er kann im Frühling loslaufen und kann bis spät Herbst laufen und dann kommt der Winter und spätestens dann beschließt er, dass er jetzt nicht mehr weiter kann und bleibt vor Ort. Und häufig hat er dann da eben den Versuch gestartet, eine neue Population zu gründen, wartet auf ein Weibchen, Weibchen kommt nicht und dann stirbt er spätestens irgendwann einsam und allein an Altersschwäche. Grausam, aber so ist es halt nun mal, ne? Und das ist eben so ein Faktor, wenn in einem Jahr, während der Goldschakal schon da ist und vielleicht noch jung genug ist, um immer noch einen gewissen Wanderdrang zu verspüren, jetzt der kalte Winter auf einmal ausbleibt, der ihn im Jahr davor vielleicht gebremst hat, oder im kompletten Jahr seiner Wanderschaft findet überhaupt nie ein Winter statt. Soweit der kommt, der Winter ist einfach nicht da dieses Jahr. Das kann ja vorkommen, ne? Und wird in Zukunft auch immer häufiger vorkommen. Dann ermöglicht ihm das natürlich ein ganz anderes Ausbreitungsvermögen als Mitwinter. Und da können wir vielleicht als Hauptfaktor tatsächlich diese Winterlosigkeit
bei den klimatischen Faktoren berücksichtigen. Vielleicht, ja? Aber das wird, wie gesagt, sehr viel diskutiert und meine Meinung ist dann nur eine von vielen. Falls sich jemand anders kennt, der dazu eine halbwegs brauchbare, qualifizierte Meinung hat, dann hört euch auch gerne diese an. Wir kommen zu Faktor Nummer 2. Die Abwesenheit vom Wolf. Ja? Der ist nämlich abwesend seit ungefähr dem 19. Jahrhundert, beziehungsweise ging seine Population seit ungefähr dem 19. Jahrhundert drastisch zurück. Der Versuch, den Wolf auszurotten, findet ja bereits seit dem Mittelalter ungefähr statt, zumindest in den dichter besiedelten Zonen Europas, ist dann auch mal mehr, mal weniger früh, eben im etwa 19. Jahrhundert geglückt. Und genau komischerweise, seit es uns gelungen ist, den Wolf auszurotten, hat der Goldschakal angefangen, deutliche Zunahmen seines Areals zu zeigen. Und man hat ihn nicht viel beobachtet, insbesondere nicht in seiner Heimat. Auch die Wildbiologie war damals ja noch gar nicht so großartig weit, dass man sich da groß viel Gedanken zugemacht hätte. Aber es gibt Indizien, dass dieser Ausbreitungsprozess damals eben begonnen hat. Da lief er noch schleppend an, weil eben auch nur durch die Abwesenheit des Wolfs zwar ein gewisser Bonus entstanden ist aus Sicht des Schakals, aber auch noch nicht ja, das Ei des Kolumbus oder ähnliches. Daher verdächtig, aber nicht ganz schlüssig. Tatsache ist jedenfalls, dass da, wo der Wolf ist und der Goldschakal sind, ist, muss einer von beiden weichen, weil beide gleichzeitig gehen nicht. Darum habe ich auch geschrieben, Wolf und Goldschakal schließen sich kleinräumig aus. Soll heißen, innerhalb des Wolfsreviers kann der Goldschakal nicht bleiben, da wird er vom Wolf angegriffen, entweder vertrieben oder getötet. Es ist aber möglich, dass sich neben einem langfristigen Wolfsrevier durchaus ein kleineres Goldschakalrevier befindet in Gebieten oder in einer Zone, in der der Wolf nicht möchte, aus welchem Grund auch immer. Oder einfach, weil er es nicht nötig hat, weil er genug zu fressen findet in seinem eigenen Revier, dann kann nebendran eine Goldschakalpopulation durchaus existieren. Aber je dichter das Land vom Wolf besiedelt wird, desto schwieriger wird es jetzt für einen wandernden Goldschakal durch die Landschaft zu ziehen, ohne ständig in irgendwelche Wolfsterritorien reinzurennen. So, dummerweise riecht so ein Goldschakal sehr, sehr gut. Wölfe reagieren eigentlich auf so ziemlich alle anderen hundeartigen meistens recht aggressiv. Wenn es ganz winzige, zum Beispiel der Rotfuchs, sind, den ignoriert er weitestgehend, aber mögen tun die sich in keinem Fall und meistens gehen sich Wolf und alle anderen Hundeartigen eben an den Kragen. Und hier kann es dann sogar passieren, dass eben ein durchwandernder Goldschakal aktiv vom Wolf gejagt wird, getötet wird, dann auch wahrscheinlich gegessen wird, weil wenn schon, denn schon. Ja? Und ja, da ist es schlicht so, dass eben dieser Rückgang des Wolfs die Ausbreitung beschleunigt hat. Dass die ersten Goldschakale so seit Anfang 90er, frühen 80, späten 80er Jahren vielleicht bereits in Mitteleuropa angekommen sein könnten, passt also wunderbar damit zusammen, dass die Wolfspopulation zwar in Deutschland schon lange sehr niedrig ist, auch in Österreich oder in der Schweiz schon lange niedrig ist, aber in den Balkanländern eben noch lange sehr hoch gewesen ist. Da wurde der Wolf ja auch nie komplett erfolgreich mit Anführungszeichen ausgerottet und war da eigentlich immer präsent. Und dass der Rückgang der Wolfspopulation da stattgefunden hat, war also deutlich zeitversetzter mit dem Rückgang der Wolfspopulation in Zentral-, also in Mitteleuropa, Deutschland etc. Ne? Und damit erst, dass in den Balkanländern die Wolfspopulation zurückgegangen ist, war der Balkan überhaupt erst frei für die Migrationsbewegung des Goldschakals. Und drum wäre es dann damit ganz gut zu erklären, warum der jetzt in Anführungszeichen erst bei uns ankommt und in den letzten Jahren eben deutlich verbreiteter und deutlich schneller vorankommt. Dazu kommt natürlich noch die politische Komponente des Schutzes. Also der Umgang mit Wildtieren ist ein anderer geworden. Wildtiere sind was Gutes. Wildtiere werden grundsätzlich, seit es eben die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU gibt, auch willkommen geheißen, sofern sie dann auf eigenen Pfoten einmarschieren, ne, und nicht reingetragen oder ähnliches werden. Und auch das hilft ihm natürlich jetzt sehr, dass das eben auch in den Balkanländern zu großen Teilen gilt, dass da der Goldschakal nicht geschossen werden darf. Ob das nicht trotzdem möglicherweise hier und da mal passiert, ist
ist eine andere Frage, aber es ist ein Vorteil. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, die Abwesenheit des Wolfs. Ja, und drittens der Strukturwandel in der Landwirtschaft und der Infrastruktur. Ja, es gibt mehr große Straßen. Da ist das Risiko, wenn man über die große Straße läuft, von irgendeinem Fahrzeug erfasst zu werden, natürlich deutlich höher. Was es aber auch mehr gibt, sind eben Felder, auf denen richtiges Kraftfutter für ein omnivor lebendes Tier wächst. Und der Goldschakal frisst so ziemlich alles, was er kriegen kann. Insbesondere frisst er auch sehr gerne Obst, Äpfel, Birnen und solche Sachen. Hat man bei 80% aller untersuchten Kotproben festgestellt, dass er zumindest ein bisschen was davon gegessen hat. Das heißt, dass auch eben gerade im Osten Europas immer vermehrt bäuerliche Landwirtschaft im größeren Umfang betrieben wurde, die Bevölkerungsmenge zugenommen hat, einfach ein Bevölkerungswachstum durchlaufen hat, Omnipräsenz von menschgemachten Lebensmitteln in der Natur stattfindet. Und da hinten steht Aufbruch in meiner Auflistung. Damit ist gemeint die Innereien von frisch erlegten Tieren, die vom Jäger direkt vor Ort des Erlegens des Tieres entnommen werden. Also der Bauch wird aufgeschnitten und alles kommt da raus. Kladderadatsch. Ha, schweres Wort. Und das bleibt meistens liegen und ist dann ein wunderbares Energiefutter für unseren Goldschakal. Nämlich hat man nämlich genau sowas in sehr großen Anteilen der Untersuchungen des Mageninhalts bzw. der Kotproben vom Goldschakal gefunden, dass er damit sehr, sehr gut leben kann. Und auch die Müllkippe und Mülleimer sind natürlich ein außerordentlich toller Ort, um da als Aasfresser sich eben noch den ein oder anderen Leckerbissen rauszuholen. Es gibt ja inzwischen sogar Menschen, die, man nennt es Containern, gehen, also sprich Zeugs aus der Mülltonne wieder rausfischen, insbesondere hinterm Supermarkt, wo das MHD abgelaufen ist, die Nahrungsmittel aber durchaus noch gut sind, insbesondere wenn man halt nicht ganz so zimperlich damit ist, dass das nicht mehr ganz frisch aussieht. Essbar ist es meistens noch weit über das MHD hinaus, meistens, nicht immer. Ja? Und gerade wenn man ein Tier mit einer sehr feinen Nase ist und einem robusten Magen, ist man problemlos in der Lage, in eine Mülltonne Zeug zu finden und dann eben auch zu identifizieren, ob dieses Zeugs für einen noch essbar ist oder nicht. Und das ist natürlich gerade auch der Energiegehalt dieser Nahrung, die sie auf dem Wege bekommen, auch wieder etwas, was sie einfach sehr schön von A nach B laufen lässt. Oder stellt euch vor, einfach irgendeine Grillparty an einem Fluss. Die Arschlöcher räumen hinterher natürlich wieder nicht auf. Es liegen noch halb aufgegessene Würstchen in der Gegend rum. Der Goldschakal kommt vorbei und isst sie dann tatsächlich auf. Beispielsweise. Das gibt es überall, gerade entlang von Flüssen. Und entlang von Flüssen sind auch die Haupt Migrationswege des Goldschakals. Das heißt, er findet am Fluss erstmal was zu trinken. Zweitens hat er eine schöne Orientierungshilfe, an der er entlang wandern kann. Drittens findet er da immer mal wieder die Überreste irgendwelcher Picknicks. Er findet auch mal Mülltonnen. Natürlich wird in den Wäldern rund um den Fluss und den Bereich generell um den Fluss auch gejagt. Dann findet er wieder Aufbruch. Er kann mal so in den Rand des nächsten Dorfes schleichen und da eine Mülltonne umkippen, zum Beispiel. Und. Da gibt es also zig Möglichkeiten. Im Übrigen ist der Raum um Gewässer bzw. diese Auenlandschaft für ihn auch dahingehend ideal, dass es Schilfgürtel gibt zum Verstecken, häufig Böschungen, bei denen er dann auch eine Höhle reinbuddeln kann zur Jungenaufzucht. Alternativ hat wer anders schon eine Höhle gegraben, ein Dachs oder ein Fuchs beispielsweise, die, nachdem die ausgezogen sind, vom Goldschakal auch gerne mal übernommen wird. Gleichzeitig sind da jede Menge Mäuschen unterwegs in dieser Region. Er kann sich auch mal zum Beispiel einen Biber holen. Biber mag er theoretisch auch sicherlich ganz gerne. Kaninchen häufig ja auch in Wassernähe bei irgendwelchen Dämmen anzutreffen. Häufig gibt es da ja regelrechte Kaninchenplagen. Kaninchen ist auch ein durchaus wichtiges Beutetier für den Goldschakal, gerade bei regionalen Vorkommen, wo es viele Kaninchen gibt. Und. Ne? Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten und eben auch die Tatsache, dass die Landwirtschaft immer mehr durchgängiger geworden ist. Große Felder, auf denen der Bauer dreimal im Jahr wirklich nur überhaupt nur vorbeischaut und ansonsten läuft über dieses Feld den Rest des Jahres keiner drüber, außer am Goldschakal. Er kommt also viel einfacher nach A nach B, von A nach B auf diesem Wege, kann auch irgendwelchen Gehölzen, Hecken und Ähnlichem folgen und ist flott in der Landschaft unterwegs. Holt sich hier und da vielleicht mal noch ein freilaufendes Huhn.
und solche Sachen. Das sind also so die wesentlichen drei Faktoren, die vermutet werden, weshalb die Ausbreitung in letzter Zeit so schnell vorangeht und überhaupt eben möglich geworden ist, wo sie doch früher offensichtlich noch nicht stattgefunden hat. So, und jetzt beschäftigen wir uns, nachdem wir das geklärt haben, jetzt auch noch mal ein bisschen genauer mit der Biologie des Tieres und fangen mit der Ernährung an. So, diese Zusammenstellung, hier, die Torte, die sozusagen der Goldschakal so ist, die finden wir recht häufig in der Berichterstattung. Sie stammt von, Entschuldigung, Lansky et al. 2018, ne? Also ist aus dem Jahr 2018. Das ist eine europaweite Metastudie gewesen, wo eben untersucht wurde, was der Goldschakal so ist. Die Abbildung hier konkret habe ich aus der Goldschakal in Österreich mit Fokus auf den Lebensraum im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel vom Goldschakal-Projekt Österreich eine Broschüre daraus geklaut. Ausgeliehen natürlich. Ne? Und ja, hier können wir also jetzt schön sehen, was denn so ein Goldschakal so futtert. Jetzt habe ich eben gerade gesagt, Hasenartige, das ist oben rechts, der rote, nicht so große rote Streif, 3%, können lokal aber deutlich wichtiger sein. Und das ist auch ganz entscheidend. Man darf sich jetzt diese Torte hier nicht als universelle, der frisst immer genau das in diesen Verhältnissen, Grafik vorstellen, sondern das ist der europäische Durchschnitt, soweit das überhaupt untersuchbar gewesen ist. Und das bedeutet, dass die lokale Goldschakal-Population als Nahrungsopportunist handelt. Soll heißen, die nehmen immer das, was sie am einfachsten da, wo sie jeweils sind, kriegen können. Wobei man natürlich der Fairness halber aussagen muss, dass Pflanzen hier links im Bild 23% zwar immer eine Rolle spielen, aber nie zur ausschließlichen Nahrung zählen. Ne? Also es gibt keinen vegetarischen Goldschakal, der futtert immer auch irgendwelche Tiere in irgendeiner Form, ist letztendlich dann doch halt eben ein Fleischfresser, auch wenn halt kein ausschließlicher Fleischfresser. So, Kleinsäuger, das sind im Grunde Mäuse und Ratten. Ratten spielen beim Goldschakal eine größere Rolle, als das beispielsweise beim Fuchs der Fall ist. Trotzdem ist die klassische Waus, die man draußen so finden kann, auch für den Goldschakal nach wie vor eine ganz wesentliche Nahrungsquelle. Was viele Leute ja nicht wissen, ist, dass der Fuchs nahezu ausschließlich Mäuse frisst, also dass er die Gans gestohlen hätte oder Hühner oder ständig Kaninchen oder Bodenbrüter. Bodenbrüter mag lokal hin und wieder mal eine Rolle spielen, aber ganz, ganz überwiegend ernähren sich Füchse tatsächlich von Mäusen, sind hochspezialisierte Mäusejäger. Diese Jagdtechnik beherrscht eben der Goldschakal auch, nimmt aber eben auch gern mal einfach eine Ratte, weil da mehr dran ist und ja meistens mehr als doppelt so viel wiegt wie so ein Fuchs und daher auch einen einfach höheren Kalorienverbrauch schlicht und ergreifend hat. Hasenartige haben wir ja schon gesagt, wenn irgendwo viele Kaninchen oder Hasen, tatsächlich Feldhase, zu finden sind, dann wird er sich an denen häufiger vergehen, sozusagen. Ne? Das ist ja ein ganz natürliches Verhalten. Aber ja, 3%. Fleischfresser heißt andere Fleischfresser als der Goldschakal selber. Das wäre dann zum Beispiel, dass er mal einen Fuchs erlegt, was bisher nicht bewiesen wurde, dass er das überhaupt tut. Aber ja, eine Vorstellung. Oder sich einen kleinen Marder schnappt, einen Hermelin. Mauswiesel, irgend sowas in dieser Kategorie, falls er zufällig drankommt. Und auch da könnte es sein, dass es einfach Aas ist und er das Tier schon tot gefunden hat. Das gilt in vielen Fällen auch für das Schalenwild. Schalenwild ist alles, was so schalenförmige Hufe hat, ist ein Begriff aus der Jägersprache und meint im Wesentlichen Rothirsch, Stammhirsch, Wildschwein und Reh, ja, im Großen und Ganzen. Und dabei muss man sagen, er kann theoretisch Rehe reißen, groß genug wäre er, dazu müsste er in der Lage sein. Das hat man zwar, kann man da sehr stark von ausgehen, dass er das kann, ist aber viel Aufwand und ist die Frage, ob er das oft tut. Rehkitze, überhaupt kein Problem, die haben ja eine gewisse Zeit lang noch gar keinen Fluchtreflex und verstecken sich einfach, dann kommt der Goldschakal, riecht die, geht hin, beißt sie tot, mampft sie auf, relativ mühelos und als, wie gesagt, Nahrungsopportunist eine ganz tolle Möglichkeit, an sein Futter zu kommen. Aber auch eben, wenn der Wolf was gerissen hat, hinterher weitergezogen ist und sich der Goldschakal an den Riss rantraut und da dann halt eben ein bisschen dran knabbert, dann ist das ja auch eine wesentliche Nahrungsquelle, die mit einem Risiko verhaftet ist, nämlich dass der Wolf zurückkommt. Aber ja,
So, theoretisch auch an Altersschwäche gestorbene Schalenwildtiere oder im Winter erfrorene könnte man sich potenziell auch vorstellen. Nutztiere, oft Schlachtabfälle, steht extra dabei, 20%, denn Schlachtabfälle werden gerade in Osteuropa gerne auch mal mehr oder weniger einfach in die Landschaft gekippt und nicht gut verbuddelt oder nicht fachgerecht entsorgt. Das heißt, da kommt da an sehr große Mengen von Nutztier-Schlachtabfällen einfach so ran, ohne dafür irgendwie ein Nutztier reißen zu müssen. Inwiefern er öde Nutztiere reißt, ja, nein, vielleicht, dazu kommen wir dann später noch. Ja, Vögel mit 6%, das geht aber über das gesamte Spektrum sämtlicher Vögel, die es da gibt. Darunter sind bestimmt auch Bodenbrüter und deren Eier. Das ist natürlich für naturschutzfachliche Fragen dann immer ein bisschen kritisch und da geht dem Naturschützer gerne mal der Hut hoch. Aber ja, es spielt eine Rolle. Allerdings auch keine unglaublich große und man hat bisher zumindest noch keinen explizit nach Bodenbrütern jagenden Goldschakal ausmachen können. Reptilien, Amphibien, Fische mit 2% ist eine eher zu vernachlässigende Angelegenheit, auch wenn es durchaus vorkommt. Er nimmt halt, was er kriegen kann und damit sind wir auch bei den Insekten, Krabben, Würmern und sonstigen Zeugs. Das doch immerhin mit 9% gar nicht mal so wenig ist, könnte sein, dass er da einfach Gelegenheitszuschnapper macht und oder sich tatsächlich auf eben die größeren wie Krabben spezialisiert, wo auch immer die dann zu finden sind, wo er unterwegs ist. Und dann doch eben dieser, hatte ich ja schon erwähnt, bemerkenswert große Anteil der pflanzlichen Nahrung mit 23%. Äpfel, Birnen, Obst, Beeren aus dem Wald, theoretisch Brombeere, Heidelbeere, Himbeere, all sowas spielt da eine gewisse Rolle. Insbesondere natürlich auch Fallobst generell einfach. Zum Lebensraum recycle ich jetzt einfach mal ein bisschen Material, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Aber tatsächlich wäre es durchaus vorstellbar, dass in so einer Wiesen-Strauch-Baumlandschaft, wie das, was jetzt langsam ins Bild kommt, sich so ein Goldschakal durchaus sehr, sehr wohlfühlen könnte. Man muss sich dann noch einen entsprechend schönen Bach dazu denken. Und dann ist das irgendwie doch eine Landschaft, die wir fast überall in Deutschland irgendwo finden. Also hinterm nächsten Dorf wird man noch eine Streuobstwiese haben. Hinter der Streuobstwiese beginnt langsam der Wald, vorm Wald häufig noch ein paar Gebüschstreifen. Im Grunde so, wie man das hier sehen kann, mit einigen feuchteren Stellen, einigen ein bisschen weniger feuchteren Stellen. Und das ist eigentlich so ein tolles Mischmasch. Je vielfältiger die Landschaft, je mehr Kleinstlebensräume auf dem gleichen Raum da vorkommen, desto besser kann der Goldschakal damit umgehen. Typischerweise auch durchaus eine Gegend, wo der Fuchs sich sehr wohlfühlen wird, wenn er jetzt nicht als reiner Waldbewohner, der er ja auch sein kann, unterwegs ist. Aber auch wenn der Fuchs im Wald wohnt, kommt er ja gerne mal aus dem Wald raus des Nachts, um eben genau in so einer Landschaft auf Nahrungssuche, Maussuche insbesondere zu gehen und sich da eben den ein oder anderen Snack zu holen. Das würde der Goldschakal eben auch sehr, sehr gerne machen. Nochmal, wenn jetzt dazu noch irgendwo eine schöne Wasserfläche zu finden wäre, wo er sich dann gegebenenfalls eben auch da mal so ein Krebs schnappen kann, was trinken kann und einfach je strukturreicher die Landschaft, desto besser kommt er zurecht. Ja, und interessanterweise ist da auch wieder die Rückbesinnung der industriellen Landwirtschaft, die langsam nach und nach politisch immer mehr wieder zurück zur kleinräumigeren Bio zum Beispiel Landwirtschaft überführt wird. Auch das wird dem Goldschakal dann zugutekommen, weil eben die Strukturen wieder vielfältiger werden und die großen einzelnen Felder deutlich zurückgehen werden, hoffen wir zumindest mal, ne? Also jedenfalls gibt es ja diese Bewegung politischer Art, die in diese Richtung gerne gehen möchte, ne? Daher, Lebensraum ist ein kurzes Thema, im Grunde überall. Wir wissen nur, dass wir, und das habe ich ja schon beim ersten Teil kurz angedeutet, ausschließen können, dass er sich längere Zeit in alpinen Hochlagen aufhält. Auch die Hochlagen des Schwarzwald ab 1000 Meter ist ihm garantiert hoch genug, beziehungsweise zu hoch, als dass er sich da nicht lange aufhalten wird. Und wir können ebenfalls direkt im Dorf oder direkt in der Stadt ausschließen, dafür ist das Tier
Spiel zumindest noch zu scheu. Wobei seine Anpassungsfähigkeit tendenziell wahrscheinlich nicht viel schlechter sein dürfte als die des Fuchses. Und der Fuchs ist ja sehr wohl in der Lage, sich auf ein Leben in der Stadt sehr gut anzupassen. Von daher könnte man das einem Goldschakal, wenn er dann irgendwann die Notwendigkeit hat, in die Stadt einzuwandern, potenziell schon auch zutrauen, aber ne, bisher ist das nicht festzustellen. So, aber das nur einfach gerade so als zwei, drei kleine Bilder der Landschaft, wo man sich möglicherweise einen Goldschakal drin vorstellen könnte. Ja, und was treibt so ein Goldschakal dann den ganzen Tag? Naja, kommt drauf an, die leben häufig im Paar, auch monogam im Paar, bleiben also ihr Leben lang zusammen, häufig, nicht zwingend immer, also keine hundertprozentig super strenge Monogamie, aber doch recht ausgeprägt. So, und als Paar gehen sie häufig alleine auf die Jagd, suchen sich also eigene Mäuschen sozusagen, eigene Ratten, was sie sonst so finden können. Man hat aber auch eben schon gemeinsame Paar Jagden häufiger beobachten können. Die finden also durchaus so regelmäßig statt, dass man davon ausgehen kann, dass je nachdem, auf was sie gerade Lust haben und je nachdem, wie die Situation ist, wo das Tier, die Tiere leben, eben also auch ein gemeinsames Jagdverhalten feststellbar ist. Ausgefeilte Strategien im Sinne von einer kommt von der Seite, der andere kommt von der Seite, betreiben sie dabei zum Teil wohl auch, aber auch da ist einfach noch viel zu wenig bekannt. Und wir müssen dann auch dringend deutlich mehr beobachten, auch tolle Tierfilme an die Sache mal rankriegen, um das eben für die Wissenschaft zu dokumentieren, abgesehen davon, dass es für jeden anderen auch spektakulär aussieht, wie denn nun das Jagdverhalten vom Goldschakal eigentlich ist. Wahrscheinlich ist er ein sich anschleichender Hetzjäger, zumindest in den meisten Fällen, soll heißen, er schleicht sich so gut es geht an die Beute ran, stürmt dann los und versucht mit einem kurzen Sprint die Beute zu erwischen, bevor die Beute halt eben ihrerseits nennenswert anfängt wegzurennen. Sollte sie das tun, dann läuft er noch ein Stückchen hinterher, aber stellt die Verfolgung dann wahrscheinlich auch zeitnah wieder ein. Das ist also eine durchaus häufige Strategie, die wir gerade bei Kaniden beobachten können, insbesondere bei Kaniden, die eben im deckungsarmen Gelände auf die Jagd gehen. Nicht deckungslos, aber zumindest mal deckungsarm. Zum Beispiel im dichten Wald mit dichtem Unterwuchs, Naturverjüngung etc. Kann ein Wolf sich so gut inzwischen an die Beute anschleichen, dass europäische Wölfe überhaupt kein Hetzjäger mehr sind, auch wenn man ihnen das vor wenigen Jahrzehnten noch unterstellt hätte, dass sie das seien, aber eben nicht in Deutschland, weil ein Anschleichen viel effizienter ist als ein ewig lange Hinterherrennen. Der Goldschakal, dem wird also jetzt auch wieder in der Literatur weitestgehend ein Hinterherrennen unterstellt. Ich könnte mir also aber auch hier gut vorstellen, dass es vorkommt, dass er auch mit einer reinen Anschleich- und kurzen Hops-Bewegung bereits erfolgreich ist mit dem Beuteerwerb. Ja. Und inwiefern diese Paarjagd jetzt nun eine größere Rolle spielt, wie gesagt, das weiß keiner, aber einfache von beiden Seiten kommen Strategien und ähnliches, das wäre ihm durchaus zuzutrauen. Es gibt auch keinen vernünftigen Grund zu glauben, warum man das nicht können soll, wenn das Wölfe doch auch können und der Goldschakal zwar ein bisschen kleiner ist, aber deswegen keinesfalls dümmer in Anführungszeichen sein muss, als das beim Wolf der Fall ist. Ganz selten hat man wohl auch schon die Rudeljagden beobachtet, dass also tatsächlich mehr als zwei Tiere, vermutlich Eltern plus Nachwuchs, älterer Nachwuchs, auf die Jagd gegangen sind. Das bringt uns dann auch eben gleich zum Sozialverhalten in der Lebensweise, nämlich die leben, wie gesagt, häufig als Paar, sofern sie dann alt genug sind und sich als Paar zusammengefunden haben. Es kommt aber auch recht oft vor, dass einzelne Tiere des Vorjahres beschließen noch ein weiteres Jahr, also die könnten eigentlich nach einem Jahr abwandern, wenn sie geschlechtsreif sind und ihren eigenen Club aufmachen sozusagen. Aber es kommt vor, dass insbesondere Weibchen gerne mal noch bei den Elterntieren bleiben als sogenanntes Helfertier und bei der Jungenaufzucht helfen, was man dann auch dahingehend bemerkenswert finden kann, dass damit die Jungenaufzucht erheblich erfolgreicher auch verläuft, weil einfach mehr Tiere da sind, die Futter ranschaffen und die Jungtiere eben rund um die Uhr versorgt werden können. Selbst wenn beide Elternteile weg sind, dann bleibt die große Schwester halt noch da und passt auf und so weiter. Ja, also es sind aber seltenst viel mehr als zwei solche Helfertiere gleichzeitig
im kleinen Rudel unterwegs, weshalb wir also kein großes Rudel von Goldschakal bekommen werden, wie das beim Wolf durchaus mal vorkommen kann, dass die Rudel gerne mal 5, 6, 7, 8 Tiere, bei Polarwölfen teilweise sogar noch mal einen Ticken größer, hat man auch schon beobachtet, sein können. Ja? Das kommt beim Goldschakal eigentlich so gut wie gar nicht vor. Ja, innerartliche Kommunikation ist sehr vielseitig und auch schon wieder viel zu wenig untersucht. Sie verfügen über ein lustiges Heulen, das ganz ulkig klingt. Das könnt ihr euch gerne mal anhören, wenn ihr zum Beispiel wieder beim sehr empfehlenswerten YouTube-Kanal Goldschakal, das Goldschakal-Projekt auf YouTube eben vorbeigeht. Kann man unter diesem Namen auf jeden Fall ergoogeln von der Frau Hatlauf. Und da hört man unter anderem, beziehungsweise sieht in kleinen Videos, wie sie versucht mit vorgespielten Goldschakal-Lauten, Rufen vom Megafon sozusagen in die Landschaft, den Goldschakal dazu zu animieren, zu antworten. Das passiert auch im größeren Stil. Eine der einfachsten Methoden, die Anwesenheit vom Goldschakal nachzuweisen, indem man einfach in die Landschaft jault und guckt, wer zurück jault, auf gut Deutsch. Also hört da gerne mal rein, lohnt sich meiner Meinung nach. Ja, dann wäre noch zu sagen, dass Goldschakale Reviere haben. Reviere unterscheiden sich dahingehend zu einem Streifgebiet, also im Gebiet, wo sie üblicherweise anzutreffen sind, dass Reviere auch verteidigt werden, mindestens mal gegen Artgenossen, und das findet hier auch statt. Also ähnlich wie bei fast allen Hundeartigen hat man es nicht so gern, wenn andere Hundeartige da reinkommen. Allerdings vertragen sich Quatsch, Goldschakal und Fuchs recht gut miteinander. Es gibt da einen belegten Fall, wo ein einsamer Rüde des Goldschakals, also ein einsamer Goldschakalrüde, tatsächlich eine Füchsin und deren Nachwuchs sozusagen adoptiert hat und sich um die kümmert und sich so benimmt, als wäre er der Fuchsmann, beziehungsweise diese Füchse so behandelt, als wären sie sein Nachwuchs und seine Frau. Was dahingehend ganz interessant ist, dass Goldschakal und Fuchs miteinander überhaupt nicht kreuzbar sind. Das heißt, die können keine Nachkommen haben. Das sind vollkommen unterschiedliche Arten. Da kommt nichts bei raus. Wobei, naja gut, wir können nicht hundertprozentig ausschließen, dass dabei was rumkommen könnte, wie eben bekanntermaßen der Maulesel, also letztendlich irgendeine Kreuzung aus Nahverwandten, aber nicht miteinander fruchtbar fortpflanzungsfähigen Arten. Das könnte potenziell, aber sehr unwahrscheinlich, sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Trotzdem muss dieser eine Goldschakalmann da wo offensichtlich so einsam gewesen sein, dass er sich gedacht hat, naja, dann verbünde ich mich einfach mit der Fuchspopulation, dann bin ich nicht ganz so alleine. Das heißt, der soziale Drang dieser Tiere, in einem sozialen Umfeld zu leben, scheint ziemlich groß zu sein. Aber das ist ein Einzelfall, und von einem Einzelfall kann man natürlich jetzt nicht auf die gesamte Tierart schließen, aber ja, ein auf jeden Fall interessantes Beispiel. Ja, Revierverteidigung habe ich gesagt. Das Revier wird auch entsprechend mit Urin markiert. Möglicherweise haben sie noch weitere Duftstoffe, die sie da diesbezüglich einsetzen. Und ja, wie gesagt, wenn ein anderer Goldschakal reinkommen möchte, dann wird er halt vertrieben, indem man sich anknurrt. Das Heulen könnte in diesem Zusammenhang auch eine Rolle spielen zur Reviermarkierung. Das ist bei Wölfen ja auch so, dass die heulen, um klarzumachen, dass sie da sind und dass gefälligst niemand anders vorbeikommen soll. Und das wär's dann aber auch im Wesentlichen, und wir kommen zur Fortpflanzung. Ja, sehr passend zur Fortpflanzung. Hier mal ein Pärchen vom Goldschakal. Ich hoffe zumindest, dass es sich um ein Pärchen handelt. Wenn nicht, dann ist es ein Alttier mit einem Helfertier. Das kann natürlich theoretisch auch sein. Paarungszeit variiert übrigens sehr stark danach, je nachdem, wo der Goldschakal vorkommt. Beispielsweise auf Wikipedia kann man lesen, dass die Fortpflanzung im Oktober während der Trockenzeit stattfindet. Jetzt ist das natürlich so, dass wir hier in Mitteleuropa gar keine Trockenzeit haben und der Nachwuchs auch nicht in der Regenzeit großgezogen wird, sondern Paarungszeit in Mitteleuropa ist tatsächlich Mitte Januar
Januar bis Mitte Februar, also so ein ungefähr einmonatiger Zeitraum im Winter. Spannenderweise, warum? Naja, damit nach einer Tragzeit von 63 Tagen die Jungen dann bei guten Klimabedingungen im Spätfrühling, je nachdem, da ist der Klimawandel, muss man ja wirklich sagen, Spätfrühling inzwischen, zur Welt kommen, in der Höhle es schön warm haben, von Mama gesäugt werden, von Mama warm gehalten werden. Höhlen werden bevorzugt als Raum zur Jungenaufzucht, muss aber nicht zwingend sein. Es gibt wohl auch Situationen, in denen die Jungen dann in einem Schilfgürtel irgendwie versteckt geboren werden, ohne dass eine Höhle daran beteiligt ist. Zumindest gibt es Andeutungen in diese Richtung. So, aber Höhle werden jedenfalls sowieso besser. Und ja, die werden dann nochmal so ungefähr 4 bis 6 Wochen gesäugt. Apropos, es sind 1 bis 5, zumindest im europäischen Raum, 1 bis 5 Welpen. Wahrscheinlich eben auch der Tatsache geschuldet, dass die noch nicht so ganz genau wissen, wie man denn hier am allerbesten klarkommt. Potenziell kann nämlich die Welpenzahl deutlich darüber liegen. Das weiß man eben aus den südlicheren Populationen, also der Kernpopulation vom Goldschakal. Da liegt die Zahl des Nachwuchs im Regelfall bei 6 bis 9 Welpen, also meistens mehr als 5, und 5 wäre für mitteleuropäische Bereiche schon viel. Ja, die werden dann also die ersten 3 Wochen von Muttermilch ernährt, also gesäugt, dann langsam von der Milch entwöhnt, mit fester Nahrung versorgt, und zwar indem die quasi im Magen der Alttiere transportiert wird und dann im Bau hervorgewirkt wird, und das wird dann eben von den Jungtieren entsprechend wieder aufgemampft. Macht denen nichts, finden die gut so. Ja, und das ist es im Grunde. Ja, sind die dann groß genug nach ein paar Monaten, um selbstständig unterwegs zu sein, dann helfen sie eben wahlweise bei der Jagd im Rudel aus. Das kann passieren, ne? Insbesondere durch den Winter. Und ab dem Frühjahr wandern zumindest in Mitteleuropa die Jungen erstmal ab und suchen sich eigene Reviere, wobei sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal unbedingt geschlechtsreif sind. Das dauert nämlich etwa 20 Monate bis zum Erreichen der vollen Geschlechtsreife, und das macht aber nichts, abwandern tun sie trotzdem. Außer eben die Helfertiere, die hatten wir ja schon erwähnt, die dann bei den Eltern bleiben und bei der nächsten Generation von Nachwuchs auch wieder hilfreich zur Seite zu stehen. Ja, insgesamt also eine sehr effiziente Geschichte, und es spricht auch sehr für die Anpassungsfähigkeit des Goldschakals, dass sich das eben je nach Region verändert, wann er Paarungszeit hat und so weiter und so fort. Wenn man das nicht kann als Art, dann ist man auch nicht in der Lage, solche großen Wanderbewegungen vorzunehmen, wie sie das der Goldschakal gerade tut, beziehungsweise man hat einfach einen Fachbegriff, geringes ökologisches Potenzial. Aber das ist hier nicht der Fall. Es handelt sich um ein hohes, logischerweise ökologisches Potenzial. Gut, damit sind wir auch fast am Ende. Ich finde noch ein paar abschließende Worte. Tja, jetzt was nun im Wesentlichen sollte das Fazit lauten. Allerdings möchte ich jetzt auch nicht komplett nacherzählen, was die tatsächlich Forschenden im Bereich Goldschakal bisher so rausgefunden haben, wie groß denn jetzt nun sein Potenzial ist, invasiv zu werden, beziehungsweise unser Ökosystem durch seine Anwesenheit so stark zu beeinflussen, dass damit andere heimische Arten, weil der Goldschakal ist auch heimisch und davon alleine gekommen ist. Ja, das ist ja ein natürlicher Einwanderungsprozess, hatten wir in Folge 1 lange und breit drüber gesprochen. Wenn die darunter leiden müssen, dass er kommt, was tut man dann? Ich persönlich würde auf jeden Fall sagen, das ist ein natürlicher Prozess, dass sich eben die Artenzusammensetzung in einer Landschaft wandelt, ist ganz natürlich und normal so, und da tut man einfach gar nichts. Und wenn der Goldschakal beschließt, irgendwas auszurotten, dann ist das halt so, weil das der natürliche Lauf der Dinge ist und der natürlichen Wandel geschuldet. Da kann man aber natürlich auch anderer Meinung sein, das werden viele sicherlich sein. Und zum Beispiel das erste Indiz, das wir feststellen können, dass er eine Auswirkung auf lokale Tiere hat, ist, dass da, wo der Goldschakal in größerer Menge vorkommt, die Fuchspopulation drastisch zurückgeht. Jetzt jagen die sich nicht gegenseitig und sind sich erstaunlich wenig feindlich eingestellt, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Aber
Da sie das gleiche fressen und der Goldschakal davon mehr frisst und tendenziell auch ein bisschen was Größeres frisst, und wenn beide am Kadaver kauen, letztendlich der Größere den Kleineren vertreiben wird, führt das einfach dazu, dass die Fuchspopulation deutlich zurückgeht. Es gibt aber meines Wissens noch keinen Fall, wo die Fuchspopulation erloschen wäre, weil der Goldschakal auch dazu gekommen ist. Da muss der Fuchs gegebenenfalls in Landschaften ausweichen, wo er dann wieder besser klarkommt als der Goldschakal. Und was ist das für eine Landschaft? Der Wald. No, ganz simpel. Füchse können auch im tiefen, dunklen Wald durchaus gut klarkommen, der Goldschakal eher nicht so, ne? Also mal kurz, mal übergangsweise, ja, aber langfristig fühlt er sich da scheinbar nicht wohl. Und das wäre dann durchaus eine Möglichkeit für den Fuchs, dem Goldschakal auszuweichen. Ich sehe hier also ein gewisses, aber kein gravierendes Konfliktpotenzial. So. Ansonsten wäre natürlich zu sagen, wo der Fuchs schon ein Problem hinsichtlich Bodenbrütern ist, ist der Goldschakal mit Sicherheit auch ein Problem hinsichtlich Bodenbrüter. Und da wird man vielleicht lokal, wenn man die Bodenbrüter an der Stelle dann unbedingt erhalten möchte, was nachvollziehbar wäre, hier und da ein bisschen zum Gewehr greifen müssen, um dann die Goldschakalpopulation in solchen besonders empfindlichen, für Bodenbrüter besonders interessanten Gebieten etwas einzudämmen, möglicherweise. Und last but not least wäre jetzt natürlich noch die Frage im Raum, was ist denn mit Nutztierrissen? Da gibt es bisher einige wenige, wo man überhaupt nachweisen kann, dass der Riss auch vom Goldschakal verübt wurde. Es gibt erheblich mehr, wo er auch dran gefressen hat. Also wenn zum Beispiel der Wolf ein Schaf reißt und hinterher kommt der Goldschakal vorbei und nimmt sich auch ein paar Stückchen Schaf McNugget, und kratzt sich hinterher die Wolle zwischen den Zähnen raus, weil die immer so böse, insbesondere in den Eckzähnen hängen bleibt. Aber egal. Jedenfalls, in dem Fall wird häufig davon ausgegangen werden in Zukunft, wenn das nicht gleich von Anfang an sehr gut untersucht wird, dass der Goldschakal es gewesen sei. Es soll auch schon Fälle gegeben haben, da hätte er Pferde gekillt und da hätte er Rinder gekillt. Grundsätzlich ist er zu beiden durchaus in der Lage, so wenn es sich um junge Pferde oder junge Rinder handelt, kann man sich das durchaus gut vorstellen. Aber man muss dann in diesem Fall auch immer nachgucken, ob man einen genetisch auf den Goldschakal geprägten Tötungsbiss, Kehlbiss, an der Kehle des entsprechend getöteten Tieres findet, der Blutergüsse an der Kehle aufweist. Weil nur dann hat das Tier noch gelebt, wenn es Blutergüsse gibt und es quasi zu Tode stranguliert worden ist durch den Kehlbiss. Und nur wenn man an diesem Kehlbiss dann eben deutliche Goldschakal-DNA findet, dann kann man davon ausgehen, dass es auch derjenige war, der den Kehlbiss durchgeführt hat. Des Weiteren ist dann der Abstand der Zähne zueinander, die man ja in dem Abdruck auch deutlich sieht, der Reißzähne, Fangzähne, Entschuldigung, ja, auch nochmal ausschlaggebend, um so grob vermuten zu können, ob es jetzt der Goldschakal war oder nicht. So, und wenn das nicht gewesen ist, sondern nur dran gefressen hat, dann kann man ihn auch nicht dafür verantwortlich machen und dann dürfte sein Ruf ganz ungestört bleiben. Bisher liegen aber wirklich die Zahl der Nutztierrisse im außerordentlichen niedrigen Bereich. Ich glaube, das sind noch nicht mal 10, behaupte ich jetzt einfach mal, ne? Aber ich bin ja nicht der führende Experte auf dem Gebiet und daher seid so gut und entweder ihr googelt es euch und schaut mal nach den Vortrag zum Goldschakal beim DJV, beim Deutschen Verband, so rum. Den hält nämlich der Felix Böcker und der ist ja zumindest Deutschlands führender Goldschakalökologe und da kann man dann in dieser sich noch deutlich mehr erfahren, was ich ihm jetzt einfach nachplappern müsste. Und das gehört sich A nicht und B habe ich da auch einfach nicht die Kompetenz dazu, weil das noch stattfindende, aktuell stattfindende Forschung ist. Die sollte man sich immer nur von demjenigen erklären lassen, der sie auch tatsächlich betreibt. Und daher bin ich an der Stelle am Ende. Und ja, guckt euch wirklich gerne diesen Vortrag an, der ist hochgradig interessant. Ich verlinke ihn ansonsten einfach nach Goldschakal-Vortrag DJV googeln, auf YouTube googeln, in der YouTube-Suche suchen, da findet ihr das mit Sicherheit.
So, das wäre es gewesen. Deutliche Überlänge, aber muss sein bei diesem faszinierenden Tier. Ich freue mich total, dass er da ist. Übrigens ist die erste in Deutschland nachgewiesene sich reproduzierende Gruppe, also ein Rudel, ne? Da gibt es Welpen und so weiter, im Schwarzwald-Baar-Kreis gesichtet worden. Das ist gar nicht so weit weg von mir und das freut mich außerordentlich. Also, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Tier, unser lieber Goldschakal. Und ja, wenn ihr einen seht, grüßt ihn von mir und ansonsten bis morgen. Macht's gut. Tschüss.